Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, dann wollen wir einmal schnell zu Dutch reiten. Ich hoffe mal, das Kopfgeld, was ich mir letztes Mal eingefangen habe von 10 Dollar, wird mich bei der Mission nicht behindern. Ich soll zwar keine Schweinerei anstellen in Rhodes und der näheren Umgebung. Das ließ sich leider nicht verhindern. Ich wurde mal wieder beim Clown erwischt. Ich gehe da. Ihr seid auch nicht willkommen. Wart mal, ich habe doch so schöne Waffen letztes Mal gemacht. Was nehmen wir denn? Ich hätte gern die Pump-Action. Ihr geht verloren. Hey, ich dachte, ich kriege euch wenigstens auf einmal. Nicht zurückschießen, das ist unfair. Und voll in den Arsch. Die Pferde sind aber nicht schlecht. Sollen wir uns davon eins zu eigen machen? Ich würde aber hier gern auch noch looten. Na, wir finden bessere Pferde. Loot schlägt mal wieder alles. Ich glaube, wir können sogar hier dieses ruinierte Haus plündern. Ausrauben. Einsammeln, was da rumliegt. Jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Goldener Ehering. Schade für deine jetzt verwitwete Ehefrau. Und ebenso. Solltet halt keine Kriminellen. Boah. Störenfriede sein, wenn ihr hier Ehefrauen habt. Können wir in den Brunnen da rein? Ja. Bringt uns das was? Nein. Na gut. Ah, das war schon mal eine wichtige Info, die wir dadurch rausgefunden haben. So, rein in die gute Stube. Und jetzt hätte ich gern so viel Gold, wie ich tragen kann. Und ich kann eine Menge Gold tragen. Da haben wir einen Kamin. Vielleicht haben wir Glück. Nein, kein Glück. Das Glück ist mir nicht hold. Schade eigentlich. Und jetzt muss ich mich hier rausquetschen. Aber meine Waffe mit dem Gold sieht doch echt schön aus. So, Tennessee Walker. Kann ich dich beruhigen? Ich würde dir gern an den Arsch fassen. Aber nur, wenn du hier mir deinen Consent gibst. Ein williges Pferd. Dankeschön. Schon mal 2 Dollar mehr fast. Aber jetzt ab ins Camp. Wird schon wieder Nacht und ich sehe nichts. Das ist noch ein Pferd. Das können wir zumindest mal scannen. Ja, ist ein Pferd, das weiß ich. Es ist ein Appaloosa. Das ist interessant. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Pferderanch, die Appaloosa hieß. Also, es ist nicht so interessant. Ich fand es ein bisschen interessant. So, hier ist noch was. Können wir hier was looten? Na, besser wir schauen nach, als dass wir uns das jedes Mal fragen. Da sind Gänseblümchen. Komm, Papa braucht Geld. Papa braucht Geld. Ah, wieso verstecken Leute nie Schätze in abgebrannten Häuserruinen? Eine grausame Welt, ich hab's gewusst. Na gut, also ich würde jetzt erstmal schlafen gehen. Im Spiel, nicht in der Realität. So lange müsst ihr mich nicht ertragen heute. Damit wir einfach die nächste... Ja, ich bin's. Ja, natürlich bin ich am Leben. Und das sogar in einer ziemlich guten Verfassung. Nee, ich will einfach die Mission dann bei Tageslicht spielen, deswegen... Hauen wir uns aufs Ohr. Und dann mit frischen Tatendrang geht's am nächsten Tag weiter. Können wir mal ins Lager rennen. Tja. Hallo, Husi. Nee, nochmal will ich nicht hier Finger abschneiden spielen. Das heißt ja auch passend Five Finger Filet. Ach, da ist meine Pritsche. Ja, das ist... Nein, ich wollte mich doch nicht umziehen. Ich wollte auch nicht einen Waffenkoffer. Ich wollte einfach mich hinlegen. Da, schlafen. Wer hat das gedacht? Bis zum Morgen. Ist ja auch mein Nachname. Ja. Schultern sind ordentlich verspannt. Aber 9 Stunden Schlaf, die krieg ja nicht mal ich. Ja, fantastisch. Da werde ich aber hoffentlich dann besser treffen.
Bis jetzt hat es mit dem Zielen ja meistens nicht so gut geklappt. So. Dann auf zu Dutch. Was will der denn wieder mit mir anfangen? Oh, schöner Bär. Da ist also das legendäre Fell hin, was ich da eingesammelt habe. Oh, lauf doch mal ein bisschen schneller. Dutch hat nicht einen ganzen Tag Zeit. Obwohl, ich glaube schon. Er macht ja eigentlich nichts Sinnvolles. Mist labern. How you doing, old friend? Ja, super. It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Times. Ich hör's zum ersten Mal. You, ein bisschen, aber es ist noch früh. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, ja, das wird nix. There's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Was? We got the day. It's nice out. Na, ist ziemlich schön. Old Jose says that there's a creek around here. I reckon it's full of fit. Es wäre nicht untypisch für einen Bach. Kann ich eigentlich Dutch erschießen und sein Outfit nehmen? Das hätte auch was. Vor allem die vielen Goldringe am Finger. Die sind bestimmt einiges wert. Naja, noch nicht. Noch nicht. Vielleicht nie. Ah, Onkel ist wieder... Onkel ist wieder schwer beschäftigt. Ah, wollen wir ihn nicht stören. Sehr wusch. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always dream crushing and bubble bursting. Ich mag Hosi. Come on, Hosea. Let's go fish. Ja, gut. Ein Glück habe ich letztes Mal Angelköder gekauft. Jo, dann aber mal ab dafür. Beweg deinen Pferdearsch. Los, los, los. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja! Warum nicht einfach fischen hier? Es ist ein ganzes Lake von ihnen. Weil ich muss für ein bisschen. Ich und die alte Garde. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. Mm-hmm. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago, but what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us, where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Dann sagen wir mal den Plan, dann entscheide ich. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. Ja, ja. After Valentine, I want everyone on best behavior here. Das hab ich schon vermasselt, oder? But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich Simpletons there must be down here. Ja, das hoffe ich doch. Meine Waffen-Upgrades werden teuer. For you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Oh, das Looks klingt like gut. Law up ahead. Play it cool. Woher erkennt er das denn sofort? Easy. In einem Gefängniswagen. Ich würde alle erschießen. Hello, gentlemen. Well,
Look what the cat drug. Ein der von Kemmer. Well, well, look who it is. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. Ich bin mir sicher, er hat's getan. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, lauf, ihr seid frei! Help, my friend. Arthur! Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Das sind aber schöne Tiere hier. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Warum? Come on, hurry. All right. So schnell wie mein Pferd mich trägt. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Come on, pull me up. So what are these fellas? Ja, ich tue tatsächlich mein Bestes. Schneller will ich's Pferd aber nicht. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Look at you two fellas all curled up. Oh, oh. Vorsicht, Kopf. Now get after the others. Come on. Der ist definitiv jetzt tot. Ich versuche mein Bestes. Komm schon. Stick to the side of the train. Bin ich. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. Ja. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Oh, ich mag den Deputy. Komm, Arthur, befrei dich! Ah, das war der Befreiungsschlag. Runter mit dir, du Arsch! Go on, don't lose him! You're only making it worse. Bleibt stehen! Ich bin der linke Arm des Gesetzes! Nein, der hat Heuner in den Weg geschmissen. Das hat mich aber lange aufgehalten. Du bist der Bastard. Du unehelicher Mistkerl. Deiner Eltern. Oh, das ist ein Überfall. Ach, sorry, das war Gewohnheit. Ich könnte hier Glock auch looten. Ja, ja, bin ich ja. Tja. Nein. Habe ich keinen Waffengrad? Boah. Leg das Messer weg, sonst wirst du meine Waffen spüren. Arsch. Einfach ein Messer. Au! Nicht schneiden. Ich wollte mir heute auch nichts verletzen. Ja! Jo, auf die Fräse! Und auf den Schinken! Kann ich die noch looten? Ach, der hat bestimmt nichts. Ja, ja, alles wunderbar. Ja, das glaube ich auch. Also, ich muss den auch noch aufheben. Ich wusste nicht, dass das Teil meiner neuen Gesetzeshüter. Bring him out here. Ja, Maria. Das war nicht Teil meiner Jobbeschreibung. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on.
Nee, gut. Du hast aber ein schönes schwarzes Pferd. Wäre ja eine Schande, wenn man sich das mal länger ausleihen würde. Ich sehe mein Pferd auch nur beim Kacken. Ich glaube, das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Obwohl ich es nicht fütter. Das ist irgendwie weird. Anders back there is the brains of the operation. And that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have Dankeschön. To admit, I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, Nein. Not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Calaga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Greys have lived in Calaga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now ain't what it was before the war, but it has its charms. Ja, ist ja ganz interessant aus. The Braithwaites. Like I said. Just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Läuft anscheinend ja nicht gut. Leben beide Familien noch. Easy. Ich mag Rhodes. Richtig coole Stadt. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Ja, ja, das krieg ich hin. Off your horse and carry him in for me? Natürlich. Wenn ich dafür bezahlt werde. Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. Ja. So we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. Hi, Hoji. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. Mm-hmm. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. Ja, Trelawney. From the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, Dankeschön. We're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot and Gray's. And Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold and marrying cousins or not marrying. Arthur, that's Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have Natürlich. Missed you, boys. I've heard. Kann ich nicht behaupten, Trelawney. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Gern geschehen. Jo, was ist jetzt mit dem Angeln, Jungs? Und ich muss echt zum Friseur. Okay. Mein Bart ist viel zu lang. Ich schnüffel die ganze Zeit schon, aber ich rieche nur Pferdekacke.
Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. Alright. Wieso geht ihr so schnell, Jungs? Thank you, Arthur. Gern geschehen. Gern geschehen. What a fishing trip. Ja, wollte ich gerade sagen. I'm up for it. Ja, warum nicht? Have you had enough of the chase for one day? Nö, ich gehe angeln. Sure, why not? Gib mir Ehre. Und ich brauche die Ehre. Why don't you lead us to that spot you were talking about? Wie viele Pferde haben hier denn hingemacht? Okay, let's see if we can avoid any more excitement. Oh, bestimmt doch. Alter, da. Das war ja ein ganzes... ganze Kavallerieherde. Pferd, komm hier. Ach, da kommen sie. Sind das nicht treue Viecher? Nicht durch die Kacke lau... Nee, war ja nicht meins. Dass Dutch in die Scheiße trifft, das... läuft. Das ist verständlich. Passt irgendwie zu ihm. So, how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Da sind die große Trommler. Ich kenne nur den kleinen Trommler. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Ja, zumindest ein bisschen. Boah. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. Yeah, ja, I miss you, man. Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I das said auf he must Fall. Have been confused with someone else. Very funny. Jo, dann legt mein Gang zu. Will angeln. Schön ordentlichen Aal an der Angel haben. Ach, ist das schön, mit den Jungs einfach mal rauszugehen. This is the spot. Down to the left there. Sehr gut. Wurde schon ungeduldig. Vorsicht mit den spitzen Steinen. Nicht, dass sich mein Pferd was tut. Hat genug gelitten unter meinem Gewicht. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Oh. Am Rand angeln macht nur bedingt Sinn hier. Yes. Good. Oh, da wären Fische. Ich säuber noch kurz meinen Gaul. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Naja. Dann eben nur Unterbodenwäsche. Ist ja gut. Jo, geh einmal selbst ins Wasser und wasch dich selbst. Bin ich deine Mama. Alright. This looks like a fine vessel. Oh, sieht aus wie ein gutes Boot. Hat er nicht, ja, hat er nicht Unrecht. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Row, row, row your boat. Let me row. You boys are too old for real labor no more. Das sieht aber auch jung aus.
You're still too quick for me, old man. Die hätten Dutch ein bisschen älter aussehen lassen sollen. Der sieht so alt aus wie ich. Und der sollte ja so alt sein wie Jose, also zumindest. That'll do too. Get us a bit deeper. Ja, ich versuch's. Bin mit den Bootmechaniken noch nicht vertraut. Also langsam komme ich rein. Mensch, ist das ein herrlicher See. Kann ich eigentlich abseits der Mission auch so ein Boot klauen? Good luck, gentlemen. Angelroute. Ist doch fast Sonnenuntergang. Eine Lake Lure. Was ist mit Worm? Wieso angeln wir Richtung Ufer? Oh, und Attacke! Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water, so it looks like a little fish just asking to be eaten. Ja, ich zieh. Komm schon. Lecker Fischarsch. Lecker Fischarsch. Fish on the line, Arthur. Komm schon. Wieder ein Riesenteil. Komm schon, komm schon. Mindestens 10 Meter. Schaut euch den Riesen. Ah, ihr seht's noch nicht. Das ist ein riesiger Aal. Bin gespannt, was ich dann auch noch an der Angel hab. Komm schon, komm schon. Komm schon, Papa. Nein. Vorsicht. Kavenzmann über Bord. Komm her. Boah, da ist er. Sehr schön. Danke. 1,9 Kilo. Wir halten. Komm schon. Noch mal ein Riesenfisch. He came back with three beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. Sure. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Yeah. All night. This was sure. 15 years ago. Oh, I remember now. Zieh so schnell ein. Der Fisch kann nix. Next week, Arthur and I are at the market. And Fishmonger calls out, so how did you enjoy those bass? So, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Ja, also Fisch kaufen ist teilweise einfacher. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. Nicht abhauen. Nicht abhauen. We were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge and out of the water, ein Barsch, ein richtig fetter. Bows his head. Then he sits down, picks his rod back up and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Ha! Got ya! Ich muss euch beim Fischen schlagen. Das ist aber lang her, dass ich mit Dutch hier die Routen gekreuzt habe. We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him right to the end. You know, I remember us. Der wehrt sich ja gar nicht. Was the furthest east we'd ever been. Jetzt wehrt er sich. Jetzt legt er aber einen Sprint hin. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin. Oh, nicht schlecht, aber ein bisschen kleiner, glaube ich. Nee, größer sogar. Obwohl, das war ein Schwarzbarsch. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back. Ach, schade, das Geld hätte ich echt gern gebraucht. It could be worse. Plans change. That's just how life goes.
Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. Interessant, dass Dutch mal aus dem Nähkästchen plaudert. I wasn't always a very obedient child. Sag bloß. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. You hooked him? Natürlich ist er am Haken. Nicht entkommen. Ich glaube, das ist der größte bis jetzt. Komm schon. Ich zieh doch so schnell ein, wie ich kann. Der wirkt gar nicht so groß. Was wehst du dich denn so? Ja, nur so ein kleines Würmchen. There you go. That's a nice one. Oh, geht. Sah im Wasser kleiner aus. Lichtbrechung und all das. Oh, wollen wir zurück, Jungs? Oder soll ich nochmal rauswerfen? Ah, geh mal zurück. Already? Hinten gäb's gute Fische. All right. Think we got a decent haul here. Oh, das hätte ich aber auch gesagt. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Gern geschehen. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. Mm-hmm. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. Mm-hmm. I couldn't wait till the taters was done. Mm-hmm. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. Mm-hmm. Mm-hmm. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd have passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. Noch eins, Zugabel. What song we should be singing? What? Well, look at us. Three mariners. Ah, of course. Well, we three poor mariners newly come from the seas. Ach, ich mag das. In jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, round, round. Frag mich, ob bei dem Baum auch ein Schatz versteckt ist. Martial men that do our states disdain, but we care for the merchantmen that do our states maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully. Ein schöner Tagesausflug. Gerne wieder. Weiß nicht, ob das der ideale Winkel hier ist. Gut gemacht, Jungs. We should not let the folks back at camp think we have too much fun. Alles klar, ich zieh mein Resting Bitch Face an. So, willkommen daheim. I think I. But I mean, we. We're gonna be okay. Würden wir nicht immer neue Scheiße bauen, Dutch? Ja. I always know, whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Meh. Finden wir es raus. So, wo ist mein Fisch? This place will be good for us. Wir haben ja alles in die Hose gesteckt. I hope so. Jo, war nett, Jungs. I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Neue Nebenmission mit Lenny.
Nee, das ist nicht Lenny, oder? Doch. Arthur, Arthur, how you been? I've been real worried. What do you du hast letztes Mal geschlafen, als ich dich gesehen habe. Na, wie ich du? Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Ja, versuch dein Glück. Ah, Leonard Strauss. Was will ich denn machen? Ah, Herr Morgan. Ja, hallo, Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice das do you have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Sehr gut. Ich bin klasse als Motivationssprecher und Schläger. So, was haben wir denn noch? Ein Angelausflug. Den machen wir, glaube ich, als nächstes. Pearson. Ah, Personen, die der Bande Geld schulden. Wunderbar. Habe ich auch mal wieder gelernt, richtiger zu lesen. Na gut, dann würde ich aber sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.